Trink deine Milch. Guten Morgen, Geißen. Was ich am tollsten fand, war das mit den Ziegen zu drehen. Das war halt eine große Herde. Und ich mag halt Tiere und Ziegen. Mit denen geht halt irgendwie immer irgendwas schief. Und die bringen halt alles durcheinander, manchmal am Drehen. Also ich fand es echt lustig. Das sind Berli und Schweni? Mhm. So habe ich sie mir vorgestellt. Das ist total witzig. Und manchmal da, die Ziegen, die haben ja eigene Köpfe. Die machen ja meistens, was sie wollen, eigentlich fast immer. Das ist total witzig, mit ihnen zu drehen. Also einen großen Vorteil haben Ziegen, sie sind intelligent. Die brauchen 2 Wochen. Und dann sind sie relativ weit. Bleib bei mir! Ja, ja! Dann haben wir geguckt, wer schon von den Ziegen an Menschen gewöhnt ist oder noch zutraulicher ist. Und dann haben die dann in 10 Tagen Crashkurs gekriegt, dass wir die so haben, dass sie uns folgen und dass die Kinder damit auch hantieren können. Komm! Du. Also ich hatte 2, 3 Geißen-Meetings. Und dort musste ich dann ein bisschen die Führungsgeist kennenlernen, das Vertrauen der ganzen Ziegen an mich bringen und ja, mich ein bisschen mit den Tieren auskennen. Hey! Bleib da! Schatki, durchgeführt! Hör auf! Du siehst ja im Prinzip nur die Kinder und die Ziege und wir sind dann vor der Ziege. Wir müssen ungeprägt sein, dass die Kinder ihren Text machen können und dich nicht so viel mit den Tieren beschäftigen müssen, dass sie ihre Rolle machen und wir sind dafür da, dass die Tiere ihre Rolle machen. Clara, das ist Gretel. Hallo, ich habe so viel von dir gehört. Man kann die halt nicht so steuern und mit denen reden, was sie genau machen sollen. Und machen sie halt auch, was sie wollen. Und das war dann halt lustig, wenn man gedreht hat und die eine macht dann das und der andere das. Dann hatten wir noch eine Führungsgeist, die Rosi. Die hatte ich immer dabei, die hat die anderen mitgenommen. Wir mussten vor allem im Stall mit denen drehen, mit der Berli war das. Und da, die konnte ich mich so richtig rankuscheln. Die war dann auch total ruhig. Guten Morgen, Großvater. Ich dachte immer, ich mache es mir einfach. Wenn wir viele Ziegen brauchen, dann sind alle drin. Wir haben eine Herde von etwa 60 Ziegen. Und wenn ich wenig brauche, dann nehme ich 7. Nein, das geht nicht. Das sind Herdentiere. Die 7 vermissen die anderen und spielen nicht mehr richtig mit. Also ich konnte entweder alle zusammen haben oder die 2, die wichtig waren. Und die mussten die aber schon einen Tag vorher isoliert werden, damit die, wenn wir drehen, auch wirklich mit uns mitspielen. Bei meinem letzten Film habe ich wirklich gesagt, dreh nie mehr mit einem Tier und mit Kindern. Aber wenn der Stoff gut ist und das mich fasziniert, dann ist es egal, dann muss ich da durch, ich muss mich zu Tode ärgern, aber das gehört dazu. Und letzten Endes lohnt es sich auch, diesen Kraftakt zu vollziehen. Juhu!